Hey Donner und YouTube zurück im Glück, Prophet. Okay, wir haben den Mottenpriester befreit, gefügig gemacht, zurückgeschickt und jetzt auch zurück zur Burg, zu Hakon. Okay, perfekt, perfekt. Pop, pop. Holen wir uns unsere Belohnung ab. Eine Frau auf einem Essteller. What the fuck? Was macht der Kundschafter hier? Ist das bekloppt? Du redest langsam. What the hell? Bist du vollkommen bekloppt? Der Kundschafter hier, wie bist du hier rübergekommen? Der traut sich was hier. Bist du der Burg? Holy shit. Was für ein Tier. Oh, ich hab heute nichts zu tun. Ich begebe mich direkt zu der Vampirfestung. Ja, das ist ein guter Tag. Crazy Typ. Crazy. Crazy Mother Trucker. This is a crazy Mother Trucker. Da, wo ist meine holde Bauernmarkt? Auf meinem Tisch. Nackt serviert. Hier ist der. Wie ist der? Ist das mein Essen? Na? Ich überlasse die Politik den anderen. Ich diene dem Fürsten der Burg. Du bist hier nur am Schmarotzen und Essen. Recht hast du. Hi. Gut gemacht. Ich wusste, dass ihr und Serana unseren Mottenpriester finden würdet. Ja, ich bin der Beste. Ich habe den Mottenpriester zu meinem Diener gemacht. Ja, das sehe ich. Ich hoffe, seine Gefangennahme war nicht zu schwer. Easy. Sie war keine, die Dämmerwacht war keine echte Bedrohung. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen und hätte den Klang ihrer Schreie gehört. Nun, euer Diener wartet und wir haben ihm die Schriftrolle der Alten gegeben. Befehlt ihm, sie zu lesen und lasst uns gemeinsam die Worte der Prophezeiung hören. Okay. Moment mal. Es gibt noch ein paar Dinge. Ihr habt euch mein Vertrauen verdient, also werde ich euch erzählen, was ich weiß. Ja. Was ist mit Seranas Mutter passiert? Sie hieß Valerica. Sie ist jetzt schon so lange fort, dass sie diese Welt sicher verlassen hat. Auf die eine oder andere Weise. Ich will damit sagen, dass wir nicht im Guten auseinandergegangen sind. Was wollt ihr sonst noch wissen? Als ich Serana begrüßt habe, klang es, als hättet ihr es sehr lange nicht mehr gesehen. Serana und ihre Mutter sind vor langer Zeit verschwunden. Ich habe allen Vampiren am Hof befohlen, nach ihnen zu suchen, aber nach jahrhundertelanger erfolgloser Suche hatte ich die Hoffnung verloren. Tief im Herzen wusste ich, dass es meine Frau Valerica war, die mir meine geliebte Tochter weggenommen hatte. Wenn ich sie jemals wiedersehe, wird sie für diesen Verrat bezahlen. Was wollt ihr sonst noch wissen? Eine Menge, aber ich habe keine Auswahlmöglichkeit mehr. In Ordnung. Euer Gehorsam gefällt mir. Was, mein Gehorsam? Bist du bekloppt? Erstens mal, ich bin niemanden von irgendjemandem hier der Diener, okay? Das sind Quests, die ich mache. Das hat nichts mit Botengängen zu tun. Das will ich hier nochmal klarstellen für alle Anwesenden hier. So. Meister, ich bin wie befohlen hierher gereist. Wer schubst mich? Ich habe eine neue Aufgabe für euch, Diener. Natürlich. Was soll ich für euch tun?
Ihr müsst eine Schriftrolle der Alten lesen. Ah, richtig. Die Schriftrolle der Alten. Ich muss zugeben, ich freue mich schon darauf. Viel Spaß. Natürlich, Meister. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Ich dachte, er hätte nach uns beide. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Shut up, einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. Das bin ich! In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Noch zwei Schriftrollen. Hallo. Das war... Hallo. Nicht so nützlich, wie ich es gewünscht hätte. Dennoch habt ihr euch gut geschlagen. Ach komm, halt die... Wo sind die anderen Schriftrollen? Meine betrügerische Frau hat eine davon gestohlen und ist danach verschwunden. Die andere ist nach meinen letzten Informationen in den Tiefen einer Dwemer-Ruine verschollen. Mir scheint, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Doch wir sind unserem Ziel so nahe und ich habe so lange gewartet. Da kann ich auch noch etwas länger warten. Würde ich auch sagen. Braucht ihr etwas? Ja. Schinken. Hallo. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Oh ja. Woran denkt ihr? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Habt ihr es nicht früher gesagt? Ich wollte nicht, dass dieser Haufen Wind davon bekommt. Ganz besonders nicht mein Vater. Ich würde sagen, da belauscht uns jemand. Ihr traut ihm nichts über den Weg, oder? Es ist keine Frage des Vertrauens. Er ist einfach nur von der Prophezeiung besessen. Und soweit ich sehen kann, haben ihm ein paar weitere tausend Jahre der Besessenheit nicht gerade gut getan. Wir hätten ihm einen Zeitvertreib suchen sollen. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wo ist denn diese Schriftrolle der Alten? Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Wie? Woher weißt du jetzt plötzlich, wo sie ist? Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde... Sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Klingt fast, als wäre... Was war denn das? Vorsichtig, Doch, wir können keine Zeit mit nebulösen Hinweisen verschwenden. Wenn ihr bessere Hinweise als diesen habt, sprecht. Ich habe absolut nicht alles. Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Eben. Irgendwelche Vorschläge? Null. Dämmerwacht verstecken? Ich bezweifle, dass Mutter ihre Zeit mit diesen Dummköpfen verschwenden würde. Sie hätten vermutlich versucht, sie umzubringen. Und so etwas belastet so ziemlich jedes Verhältnis. Nun gut, das... Sonst noch Vorschläge? Ja, ich gehe nur die Dialoge durch. Halt mich nicht für blöd. Eingesperrt? Ich glaube nicht. Sie sagte, sie wolle wach bleiben, falls es zu einer Lösung kommen sollte. Es musste eine von uns sein und... Nun, sie ist sehr viel mächtiger als ich. Es ergab einfach Sinn, dass sie hier draußen bleibt. Sonst noch etwas?
Genau hier in der Burg. Moment, das ergibt fast einen Sinn. Ich habe meiner Mutter dabei geholfen, einen Garten im Innenhof zu pflegen. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Ist es nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben? Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Wie kommen wir hinein, ohne dass euer Vater etwas bemerkt? Vertraut mir. Ich habe hier sehr lange gelebt und ich kenne jeden kleinsten Winkel. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Lass uns gehen. Na los, sie ist gleich um die Ecke. Das Gegenteil von lass uns... Du, ich weiß nicht, wo das ist. Ich überlasse die Politik den anderen. Ich diene dem Fluss... Doch, weiß ich. Ich hab einen Questmarker. Alles gut. Dieses Geräusch ist Ezendo. Jetzt einfach hier runter rumlaufen, ha? Wo ist sie denn jetzt? Jetzt sitzt sie dort rum, oder was? Ist jetzt schon wieder hier ein Kundschafter, oder was? Was ist hier? Was ist hier? Hallo? Hier oben eigentlich? Was machst denn du hier oben? Gibt's hier überhaupt keine Wachen, die aufpassen? Die futtern alle in der Burg? Während ein Kundschafter... Ich werde gleich drei Zeitlupen. Wie wär's damit? Das ist doch... Wie haben die überhaupt überlebt bis hierhin, die Vampire? Die hocken drinnen. Nom 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 nom. Ich bin Fürst Hakon. Ich bin der Beste. Ich glaube, wir müssen irgendwas tun. Ich sitze hier am Kamin. Oh mein Gott. Tausend Kundschaftler hier von der Dämmerwacht. Oh mein Gott. Na, was für ein Haufen Idioten. Wenn ich diese Burg besitze, sieht es ganz anders aus, okay? Dann werden hier andere Seiten aufgezogen. Ja, von unten sieht alles größer aus. Deswegen... Oh mein Gott, könnte ich jetzt einen sexuellen Witz hier rein... Oh, was ist denn? Oh, das ist ein Drecksding. Was? Treffe ich? Oder wen treffe ich? Eile habe ich getroffen. Sorry. Nope. Bin schon hier. Ja, ich habe dir das Leben gerettet. Shut up. Bisschen dankbarer sein. Hey, wie geht's deinem Blitz in der Hand? Ich geh einfach hier rein, okay? Du, ich kümmere mich dann um ein paar Skelette. Das ist ja unter meiner Würde. Lächerlich. Lächerlich. Weiß ich doch nicht. Und sind hier lauter Viecher. Oh mein Gott. Hast du die wiederbelebt? Wo? Solange wir die Gelegenheit haben.
Was redest du? Das ist schick. Nicht wirklich. Gold. Boom. Boom. Oh, ey. Shit. Wenn die doppelte Taste funktionieren würde, wäre ich geil. Jetzt gibt's kein Abhauen. Oh, hey! Das sind meine Freunde. So kann man ja mal probieren, ne? Ist hier der geheime Geheimzugang? Warum ist überhaupt ein wilder Vampir? Da ganz allein? Du musst erst wissen, was hier ist, okay? Nichts! Todesfallen. Oh. Au! Ich bin doch nicht reingelaufen! Holy... Oh, shit! Ah, du bist's! Oh mein Gott! Gibt's ein Geheimnis? Hier ist hier nichts. Super, das ist nur für den Fall, dass ich hier runterfalle, oder was? Okay. Vorsicht, da ist eine Falle. Jetzt steht ihr nur im Weg. Also, woher seid ihr gekommen? Ja, woher wohl? Das ist die Frage aller Fragen. Ich muss nicht mit anzünden, weil sonst dauert es ewig, Baby. Ja, ich habe keine Zeit, bis ihr hier... Oh mein Gott, sind hier ein paar Knochen? Wird hier das Essen runterge... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das hier euer Mülleimer? Jesus. Oh mein Gott. Oh. Echt, in der Burg gehört mal so aufgeräumt. Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, ich kann die hier. Nein? Eine riesige Frostbissspinne. Warum brennt das nicht weg? Also. Irgendwie ist es so fest gerade. Au, was war das? Entschuldigung? Entschuldigung! Ich würde das hier gerne aufsperren, ohne dass es hier peinlich wird. So ungeduldig. Ah, 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 ah. Das ist doch ein Witz, du. Das ist doch... 71. Wow, das war... Gott sei Dank habe ich das gemacht. Strange. Hey, mach die
Doppeltaste. Manchmal kann ich einfach nicht richtig aufladen, versteht ihr? Ach, jetzt ist... Okay. Ah, hier ist eine Türe. Und mit dieser Türe... kann ich jetzt Folgendes machen. Einmal im Kreis gehen. Nein, wartet. Was? Wo ist denn hier? Was? Entschuldigung? Ach, zurück. Was? Wo war denn das jetzt? Hier. Alles unter Kontrolle. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich bin Mr. Control. Die Kontrolle ist auf meiner Seite. Noch viel du lernen musst über Kontrolle. Was? Ja, meine Bibel war nicht so lange. Oh, nee, hier muss ich irgendwas machen, oder? Was ist hier nur geschehen? Hier ist gar nichts. Der ganze Ort sieht so tot aus, als wenn wir die Ersten wären, die ihn nach Jahrhunderten betreten. Eine Idee? Der Weg führte zur großen Halle der Burg. Vater hat ihn allem Anschein nach versiegeln lassen. Früher bin ich hier oft nach dem Abendessen spazieren gegangen. Es war einst ein wunderschöner Ort. Nach dem Abendessen? Du meinst, nachdem eine Leiche auf dem Tisch lag und reingebissen hast? Meiner Mutter. Wisst ihr, wie schön etwas sein kann, wenn es über hunderte von Jahren von Meisterhand gepflegt wird? Ihn so zu sehen, hätte ihr das Herz gebrochen. Wartet. Ich warte. Mach ein bisschen schneller, ich beende die Aufnahme gleich. Tick-tack, 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 tick-tack. Boah, ey, du hast Zeit. Etwas stimmt nicht mit dieser Monduhr hier. Mhm. Einige Teile fehlen und das Ziffernblatt ist schief. Okay. Ich wusste gar nicht, dass diese Teile entfernt werden können. Vielleicht will Mutter uns damit etwas sagen. Untersuche die Monduhr. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Wirklich? Ich untersuche sie. Untersuchen, 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 untersuchen. Wenn ich es euch doch sage... Irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Untersuchen, untersuchen, untersuchen. Ey, Serana, ich bin ganz oben. Okay. Ja, ich kann aber auch nichts klicken. Sollte ich nicht? Ah, hier. Ich besitze. Ah, ja, jetzt habe ich hier. Wenn ich es euch doch sage. Ich weiß, ich muss was finden. Shut up. Hier ist ein komisches Ding. Wo setze ich das hin? Irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Irgendwo hat's reingepasst. Hier ist noch eins. Schön, dass der Pfeil dort hinten ist. Hier ist eins. Hey, Schinken. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt. Ah, oh, okay, okay, let's see. Vielleicht gibt es auch nicht mehr Teile, ich weiß nicht. Hab ich alle? Da tut sich was. Sehr klug, Mutter. Wirklich sehr klug.
Ich bin zum ersten Mal in diesen Tunneln, aber ich würde wetten, dass sie direkt unter dem Innenhof verlaufen und bis zu den Turmruinen führen. Nun, wenigstens kommen wir unserem Ziel näher. Los geht's! Los geht's! Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann schauen wir mal zu Moody. Und dann bitte ich um ihre Hand. Also nicht von Mutti. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Sondern die Hand ihrer Tochter. Versteht ihr? Ich habe diesen Teil der Burg noch nie zuvor gesehen. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, worauf wir hier stoßen könnten. Auf Vampire. Guten Morgen! Greift mich nicht an! Was haben die hier denn gemacht? Das wird euch eine Lehre sein. Ich bin mir sicher, die werden jede Menge daraus lernen. Ach nö, jetzt! Aber schön, dass hier automatische Lichter sind. Das hätte ich auch gern so aus. So einen automatischen Kamin. Ist echt supi. Wenn ihr da seid, bin ich schon am Ende. Und es werde Licht. Oh shit. Der wollte aber gerade losspringen, du. Dem guten Stuff, Baby. Das hätten wir geschafft. Wer ist da? Ja, wer ist denn da? Hartnäckiges Skelett, du. Glaubt ihr etwa, dass ich Angst vor euch habe? Mit wem redest du? Ach, wir wollten die Aufnahme beenden, Baby, Baby. Renn ich gerade im Kreis? Oh, shit. Warum sagst du mir nicht, dass hier jemand ist? Werde euch vernichten. Explosions. Und da ist noch der Typ hier. Nein? Ah. Wow, wow, wow. Vorsicht mit den Attacken. Wir wollen hier niemanden verletzen. Außer dich. Ungelogen. Was ging denn hier auf? Hey, da ist ja einer. Kümmert euch mal drum.
Hier ist auch noch ein Hebel. Oh shit! No, no, no! Oh. Nein, nein, nein! Fuck! Das hat nicht funktioniert! Mächtiger Paraboom! Ja, 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 ja! Das ist keine Chance! Jetzt weiß ich nicht, Experte? Noch mehr Skelette. Jesus Maria. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind fast am Ziel. Da, die untere Burgding ist größer als eure Hauptburg, oder was? Das ist alles unter der Burg, aber wir gehen doch die Stufen rauf. Ich verstehe das alles nicht. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Tschüss.